Mit dem Geschwindigkeitsbegrenzer haben Sie die Möglichkeit, bestimmte Geschwindigkeiten, die Sie vorher eingestellt haben, nicht zu überschreiten. Somit können Sie Ihre Geschwindigkeit an die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen anpassen. Drücken Sie, sobald Sie die Geschwindigkeit von 30 km pro Stunde überschritten haben, auf diesen Schalter, um den Tempomaten, also die Begrenzerfunktion, einzuschalten. Diese Kontrolllampe leuchtet auf und auf der Instrumententafel wird die Meldung Tempomat ein angezeigt. Drücken Sie einen dieser Schalter, nachdem die gewünschte Geschwindigkeit erreicht wurde. Dann wird die Funktion aktiviert und die aktuelle Geschwindigkeit gespeichert. Drücken Sie zur Änderung des Tempolimits auf diesen Schalter, um den Wert zu verringern, und auf diesen, um ihn zu erhöhen. Wenn Sie das festgelegte Tempolimit erreichen, können Sie Ihre Geschwindigkeit nicht mehr erhöhen. Wenn Sie auf das Gaspedal drücken, spüren Sie einen Widerstand. Natürlich können Sie jederzeit vorübergehend wieder die Kontrolle über die Beschleunigung des Fahrzeugs übernehmen, beispielsweise für einen Überholvorgang, indem Sie das Gaspedal fest über den Druckpunkt hinausdrücken. Wie Sie auf der Instrumententafel sehen, wird die festgelegte Geschwindigkeit während des Überholvorgangs angezeigt und blinkt. Nehmen Sie den Fuß vom Pedal, um zur festgelegten Geschwindigkeit zurückzugelangen. Wenn Sie erneut das festgelegte Tempolimit erreichen, erscheint die Anzeige wieder normal an der Instrumententafel und der Geschwindigkeitsbegrenzer nimmt seine Funktion wieder auf. Um die Funktion in den Standby-Modus zu versetzen, drücken Sie einfach diesen Schalter. Diese eingestellte Geschwindigkeit wird gespeichert und weiterhin an der Instrumententafel angezeigt. Um diese Geschwindigkeit wieder zu aktivieren, drücken Sie einfach auf diesen Schalter. Wenn der Tempomat im Standby-Modus steht, wird die Funktion durch Betätigung des Schalters ohne Berücksichtigung der gespeicherten Geschwindigkeit erneut aktiviert. Berücksichtigt wird dann die aktuelle Fahrgeschwindigkeit. Um die Funktion komplett zu deaktivieren, drücken Sie auf diesen Schalter. Die Kontrollleuchte erlischt an der Instrumententafel und die gespeicherte Geschwindigkeit wird gelöscht. Beachten Sie, dass der Geschwindigkeitsbegrenzer bei starkem Gefälle eventuell vorübergehend nicht verfügbar ist. Die gespeicherte Geschwindigkeit blinkt an der Instrumententafel und ein Tonsignal ertönt in regelmäßigen Intervallen, um Sie darauf hinzuweisen, dass Sie die gespeicherte Geschwindigkeit überschreiten. Sie müssen die Bremse betätigen, um wieder Kontrolle über Ihre Geschwindigkeit zu erlangen. Beachten Sie, dass diese Funktion eine zusätzliche Hilfe darstellt, die die Wachsamkeit des Fahrers nicht ersetzen kann. Achten Sie stets auf die Verkehrsbedingungen und auf Ihre Umgebung.